Und herzlich willkommen, endlich mal wieder zurück zu Fallout 4. Ja, warum kommt kein Fallout mehr, oder warum ist kein Fallout 4 jetzt so lange gekommen? Jetzt circa, glaube ich, 20 Tage ungefähr. Müsste das her sein. Ja, ich hatte ehrlich gesagt keine Lust auf Videos aufnehmen. Das Zocken von allgemein von Spielen ist mir die Lust über die Tage vergangen. Ich war einerseits krank. Und auch noch, wie gesagt, die Lustlosigkeit bei den ganzen, hat mir das dann gesagt, ne, bringt nichts, bevor du hier einfach nur rumsitzt und einfach vor dir her blabbelst und versuchst irgendwie das fertig zu bringen. Dachte ich mir, ne, lässt es sein. Klar, ich hatte noch von Minecraft, hatte ich ja noch Folgen oben, das war ja klar. Die habe ich natürlich auch, wie gesagt, die sind auch natürlich oben gegangen, das war ja auch noch eine andere Aufnahmesession. Und ja, zu dem Ganzen, weil es ein bisschen stressig ist. Also man muss ja sehen, man ist ja nur Teilzeit-YouTuber, beziehungsweise man macht es einfach nur nebenbei aus Spaß und Freude. Und irgendwie so ein. Was soll denn das Ding? Irgendwo ist hier so eine Lampe, die ganze Zeit rumspinnt. Muss ja sehen, dass man alles ein bisschen unterteilt bekommt. Das heißt, Arbeit und YouTube unter einem Hut bekommt. Und das ist als, sag mal, normal Sterbliche, der normal arbeiten geht, nicht möglich. Wo kommt Strahlungs? Dein Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Wie wär's, wenn wir von hier verschwinden? Jo, die Strahlung ist unterwegs. Ja, und dann muss man halt, wie gesagt, alles irgendwie zusammenbekommen. Natürlich haben wir das immer versucht, irgendwie zu machen, aber irgendwie ist nicht immer gut. Und Resultat ist dann, ich hätte dann einfach keine Lust mehr. So, die Lust ist aber wieder da. Das heißt, ich habe natürlich wieder Bock aufzunehmen. Und das wird jetzt natürlich auch passieren. Da hat jemand mit Ärger gerechnet. Nur mal zur Auskunft. Und zwar habe ich mir ein bisschen, nachdem ich die Aufnahmesession beendet habe, habe ich ein bisschen umgeguckt. Ein paar Farmen ausgesucht. Ich hatte noch ein paar Questen von Preston bekommen, die hatte ich sowieso gemacht. Und habe dann hier ein bisschen erforscht. Wie man sieht, hier ist nur so eine Farm. Hier unten ist auch nur eine. Dann haben wir hier noch eine. Und ja, gut, das Starlight Kino. Das Problem war bei dem Starlight Drive-In, beziehungsweise dem Kino. Ich habe das gar nicht aktiviert gehabt. Das stand noch da und habe es nicht aktiviert gehabt. Hier unten hatte ich noch irgendwo eine Farm. Wo ist sie? Ist das die hier? Ja, genau, Grey Garden ist nur mit Robotern betrieben. Weil ich hier überall. Man sieht schon, die Verbindungsrouten sind sehr, sehr, sehr gut aufgeteilt zum Ganzen. Hier ist halt ein krasser Kreuzungspunkt. Aber das will ich noch ein bisschen ausbessern. Dass ich ein bisschen hier lang gehe. Da muss ich natürlich mal ein bisschen schauen. Mal gucken, hier sind ja noch, wie gesagt, hier sind noch welche offen, wo keine Bewohner sind. Hier habe ich ja noch einen Punkt, aber den will ich ja eher weniger. Das sind ja noch Oktar gewesen, das heißt, die haben ja sich sowieso vorher schon versorgt, die haben ja später dazu bekommen. Ja, die Rocket muss ich mal gucken, was ich damit machen. Ich schließe sie vielleicht auch noch mit Sentry an und dann geht es halt hier unten weiter. Leben auch noch welche. Ganz, ganz abseits, das würde ich aber gerne mit dem verbinden und dann mit dem. Und der soll ja später auch hier oben dran oder hier dran, das weiß ich noch nicht. Dass sie auf jeden Fall miteinander verbunden werden. So, müssen wir jetzt mal schauen. Was für. Achso, ja, ich hatte noch ein paar Missionen offen, ne? Also. Genau, die Wayworld, die weiß ich jetzt mittlerweile, wo ist, beziehungsweise Freedom, sprich mit Piper. Wir machen nämlich, wir gehen jetzt den Freedom Trail nach. Den hatte ich ein bisschen nachgeguckt. Aber die Holobänder, das können wir eigentlich mal nebenbei machen. Ich weiß noch nicht, welche es waren. Das sind die Eddie Holospender. Mal gucken hier. Green Tech.
Ich schmeiße einfach mal ein Holoband rein. Vielleicht passt das auch. Wir müssen nach Boston. Also ich muss jetzt fast komplett auf die andere Seite. Haben Menschen Maschine reparieren lassen. Guten Platz gefunden haben. Mit Mauern und Wasser. Boston Club. Ich glaube, wir gehen wir dahin. Ich will hoffen, dass es ein bisschen schneller lädt. Wenn man von einem Punkt zum anderen Punkt mittlerweile reist, dauert er extrem lange. Und ich weiß auch nicht warum. Also ist ein bisschen blöd. Ich habe keine Mods installiert oder so. Weil es gibt ja auch Mods, wo man ein bisschen viel mehr bauen kann. Aber da kann man sich einen kleinen Trick aneignen. Der dauert etwas. Da packt man halt Waffen in die Werkbank rein, so 10 Stück. Nimmt sie wieder raus, schmeißt sie auf den Boden und holt sie mit dem Baumodus wieder in die Werkbank rein sozusagen. Und steigert sozusagen seine Größe vom Bauen wieder. Ja, man merkt schon, es dauert extrem lange. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist momentan. Läuft eigentlich alles super. FPS sind alle okay. Ist ein bisschen blöd. Oh, geht doch. Okay. Wir sind auf jeden Fall genau, wo wir richtig sind. Aber das ist das falsche Holoband. Ne, das hat man glaube ich schon. Ah, okay. Warner Chip. Wir haben so viel Holobänder mehr. Vielleicht ist es das. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Wie geil, okay. Eigentlich hier müsste eigentlich dieser komische Swan drin sein, ne? Ja, da ist er. Also man sieht ja Level 50, also ist extrem sehr, sehr stark. So, Freedom Whale funktioniert ganz einfach. Der Roboter. Also Tammy Morbutton für den kleinen Roboter hier. Und was wir machen müssen ist jetzt 7 und A. Irgendein Code? Ich glaube, das notieren wir uns mal am besten. 7a, sagt er. Okay, muss man eben hier. Ich mache es mal. Wo mache ich es denn ungeniert drauf? Habe ich irgendwo einen Zettel hier? Einen Moment. Bestimmt hier einen Zettel umfliegen die nicht. Ja, genau hier. 7a, ich könnte mal. Ich glaube, da trifft es ganz gut. Dachte 7a, ne? 7a. Okay, wir müssen jetzt einfach dieser Markierung folgen. Und das war's eigentlich. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber mir wurde halt gesagt, quatsch mal mit dem Roboter in Boston kommen und du wirst es schon finden. Habe ich gedacht, okay, machst du mal. Und dann habe ich natürlich diese Markierung gesehen. Die jetzt hier einfach komplett durchläuft. 4 und L. Definitiv ein Code. 4L. Und zwischendurch finden wir noch ein paar Gebäude, die wir ein bisschen abgeben. Ach, was ist das denn für ein Gestank? Muss jetzt wirklich alles nachgehen, damit man alles findet, damit man die ganze Markierung findet. Ich werde bestimmt schon an ein paar Orten gewesen sein, weil ich nicht darauf die Straße geachtet habe. Wir werden auch durch Raider-Gebiete gehen müssen. Bis dann, Kumpel. Oder ich nerve die Kuhle hier. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Kommen die Nervin gut hier raus. Doppeltes Slotchen. Du spielst hier mit dem falschen Sünd. Jeder überlebte Kampf. 2 und A. Ah, okay, die Dinger sind so markiert. Okay. 2A. Ja, hier ist dieses Denkmal von Franklin. Okay, wir werden mal weiter untersuchen. Oh oh. Okay. Das Geräusch da, was das sein?
war's das. Für dich muss jemand ein großes Loch graben. Ah. So. Hättest weglaufen sollen. Oh. Hausputz erledigt. Manche Waffen sind wirklich echt stark, die ich mittlerweile habe. Fehlt auch zwischendurch ein bisschen. Sollte nicht lang dauern. Verbessern, ist natürlich klar. Da oben sind sie auf jeden Fall nicht, aber sie sind hier oben. Meinst du, die sind jetzt endlich. Ist er jetzt gerade runtergesprungen, die Sau? Scheiße! Also besser, wenn man wirklich im Schleichen angreift, hätte ich mal diesen Bonus. Gut gemacht. Ja, das hab ich ja schon mal aufgemacht. Oh mein Gott. Gibt's doch nicht. Geht doch, dankeschön. Das wär's. Wir wollten hätten, dass das verschlossen bleibt. Hätten Sie ein besseres Schloss kaufen sollen. Ich weiß. Mal gucken, was, wo habe ich denn noch viel Munition für? Die können wir auch noch ein bisschen nutzen hier. So, jetzt mal gucken, wie das Ding ging hier vorne irgendwie quer durch, richtig? Okay, das heißt, vielleicht eventuell hier diese Straße entlang. Auf jeden Fall gehen wir mal gucken. Ah, da ist es doch. Hier über die Straße. Und das müsste jetzt ein 2-6 sein. Jetzt eine 6 und ein O. Okay, 6. Ein bisschen besser schreiben, ein 6 und ein O. Und dann wären wir in Good Neighbors, ne? Jo, Good Neighbors ist auch ein Punkt, okay. So, müssen wir irgendwie. Aber wir laufen jetzt erstmal. Hey, da vorne hast du was gesehen. Okay. Rein, denke ich. Ja, die Waffe ist gar nicht so. Das ist jetzt nicht die beste, also. Die hat wenig Schaden, aber hat viel, viel übers Magazin. Schon wieder am Kämpfen. Da draußen ist was. Da. Deshalb legt man sich nicht mit den Gunnern an. Oh nee. Okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt. Ah, da geht's weiter. Komm, Windows 94. Windows! Das geht. Ja, bleibt mir ruhig da hinten. Ich will mit euch nicht kämpfen. Ich habe gerade keine Lust. Ich habe einen. Ich muss den Weg verfolgen hier. Waiter. Oh. So, die Waffen brauchen extrem lange, bis sie geladen haben. Wenn man vom Teufel spricht. Na komm. Alles in Ordnung. Ist der Irre da hinten? Tschüss. Blöder Affe, du. Was haben wir da eigentlich noch in der Skillliste offen? Langfinger, ne, Langfinger will ich nicht gehen, aber Schlossknacken muss ich noch, ne? Ja, zwei Punkte muss ich auf jeden Fall reinkriegen noch. Wir sind wohl nicht allein. In Deckung! Ja. Nein! Verdammt, ich konnte nicht mehr laufen. Ärgerlich, aber ich glaube, ich da vorne war Ende. A-L. A-L, A-O.
ich kann mir keinen Reim darauf bilden. Wer will es nach einer Stadt sein oder? Keine Ahnung. Weiß es nicht. So, da bin ich auch wieder zurück. Ich habe mich mal schnell nach Guten Neighbor geschlichen, damit wir schneller an diesen Punkt hier wieder hinkommen. Ah, ist das nervig, warum man ausgerechnet an solchen Positionen immer rausgeschmissen wird. So, erstmal das Hühnchen töten hier. Schönes, gutes Fleisch, das nehmen wir immer gern mit. Warte mal, das ist ein Supermantant. Nee, das ist ein Raider oder so. Ist ja wenigstens umgefallen. Top. So, hier. Gibt's keinen Ärger. Jetzt kommt er wieder davon. Nee, Bock habe ich jetzt nicht drauf. Geht einmal alle weg. Ich will nicht. Bitteschön. Endstation. Nein, du darfst nicht sterben. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Jeder überlebte Tschüss. Kampf. Fehlt er noch? Noch kannst du weglaufen. Ich hab Blut in den Augen. Jetzt verreckt endlich. Hey, ihr habt dich doch getroffen. Hier einen Gefallen. Oh, jetzt schleichen die sich wieder so übelst weit weg. Habe ich eigentlich noch den das Zeug drin, dass ich viel tragen kann? Ja. Den kleinen die schon mal hier ganz langsam. Oh, bald bin ich neben dieses Treffen. Dadurch kann ich nicht schießen. Aber die, ne? Stimmt. Nachladen. Was? Ganz ehrlich, die können da durchschießen, ich nicht. Was ist für eine Scheiße. Hilfsmittelchen. Begrünen, schieß auf weites Wasser, das kann ich, wollte ich noch verkaufen, weil ich das momentan ansammle. Falscher Mischling. Nee, ich will... Gebratene Wettkackerlake. Ja, komm, die schmeißen wir uns rein. Irgendwas, das minus 50 gab, Köterkeule. Warte mal, ihr habt da bestimmt Wet Aways oder Wet X. Wet Away. Dann haben wir uns vielleicht noch ein. Was übrigens 400, okay. Ausdauer will ich nicht, 140, 35 Wet AP. Wett. Ja, komm. Jetzt reagiert das scheiß Ding da oder? Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Mein Gott, du nerviger Wichser da oben. Ach, Kinders. Warum sagt mir das denn keiner, dass ich die ganze Zeit rede? Ich sag nochmal herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ach, Kier. Hatte mich ja nach. Er hat es ja gerade gesehen. Warum habe ich denn vergessen, mich zu muten? Toll, toll, toll. Hatte mich ja nach Guten Neighbor gebracht, damit es ein bisschen schneller geht, weil ich gerade technische Probleme hatte. Und ich die ein bisschen beheben musste. Tja, wenn es nicht anders geht. So, bei Ghoulen immer. Prinzipiell auf die beide schießen. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Es ist ein bisschen einfach, damit man so ein bisschen wegkommt. Jetzt ist doch da hinten einer. Dann treffe ich ihn. Ich glaube eher weniger.
oben war noch einer. Ist was. Mein Aufspürsystem ist wohl im Eimer. Wo ist er denn jetzt hin? Kommst du wieder her? Was war das? Verkackter Ernst. Hier ist es wohl sicher. Ich glaube, wir sind nicht allein. Keine Angst. Ist noch da. Großteil. Alter, ist ihm schlecht gewesen oder was? Genau. Alter Schwede. Tschüsschen. Was auch immer es war, da kommt jemand. Oh, Nick, ey. Gut gemacht. Da kommt jetzt der Selbstmörder hier rüber. Wir sind hier irgendwo. Vom Teufel spricht. Oh. Scheiße. Na, mach das mal ruhig bei Nick. Nick, lebst du noch? Du hast schon Angst? Ich muss hier. Komm mal her, Nick. Mein kleiner lieber Freund, du. Verdammt. Nichts gefunden. Wie nichts gefunden? Ding ist auch gegangen hier. Ist auf jeden Fall was gefunden, dass der Wade explodiert. Ah, hier ist, glaube ich, Endstation, oder? Oh. Nein, da bist du ja. Nicht mit Raketenwerfer. Alter, denn. Du hast echt Eier. Naja, hartes Eier. Jo, vor dir auf jeden Fall. Ich kann einfach so viel unendlich damit schießen, das ist total geil, diese Knarre. Das ist einfach eine Schrot, die einfach unendlich Magazin hat. Die kann man echt gut nutzen dafür, sowas. Wie sind die denn hier hochgekommen selber? Wie dumm. Ah, hier geht's noch weiter. Das müsste 5R sein. 5R. Keine Ahnung, weiß ich immer noch nicht. 5R. Was haben wir denn hier? Späte Tür. So, oh. Warum brechen denn immer meine Klammern so schnell weg? Hör doch, Neunsteiger. Das wär's. Ah. Nee, tschüss. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Scheiße, was war das? Ich kann's dir nicht sagen, warte mal. Wir müssen doch hier lang, ne? Ja. Ich hab den Arsch gefunden. Nick, wir gehen einfach weiter. Nick, wir gehen. Nick, kommst du mit? So. Ey, das ist ja echt affig, hier über lang zu laufen. Muss ja, macht auf jeden Fall Spaß, ein bisschen zu erkunden, was man noch so finden kann. Was haben wir denn hier? Haben wir 8D. Als nächstes. Oh. Ach. Alter Schwede. 8. Warte mal, ich schreib mir das mal. Schreib mir das mal so auf A L A. Oh, warte, ich schreib mir das so mal auf A O R D. Oh mein Gott. Ah, Mama. Hey,
macht die Schrot keinen Schaden mehr. Steppen ruhig eine Runde. Okay. 8D. 8D. Wir gehen einfach weiter. Wo ist denn Nick? Super, dass du jetzt erst erschienen bist, aber wir müssen natürlich weiter. Hier ist noch so ein Ding mal. 1R. Hm. Der Weg endet direkt bei der Kirche. 1R, keine Ahnung. Also wir können mal gucken, dass wir vielleicht... Old North Church. Muss ja auf jeden Fall hier was drin sein. Ah, suchen nach der Whale Road. Und das könnte nämlich auch passen, weil wir doch diese eine Quest haben. Finde die Whale Road. So. Irgendwie ein bisschen klar. Ein Begräbnis. Meine Kuhle sind nicht so wild. Ist das aufgezeichnet? Irgendwas mit einer Lampe hell machen, okay. Irgendwas Nützliches? Keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt hast du ein Problem. Aber wie lange sind wir noch auf dem richtigen Weg? Hier unten waren Leute. Und zwar vor kurzem. Ja, das heißt, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. So, was wir gut machen können, ist hier die Lampe anschalten. Das ist extrem nice mit dem Pitboy mittlerweile. Und je nachdem, wie man die Farbe ändert, leuchtet das Licht komplett anders. Das heißt, mein Inventar, also mein Pitboy ist jetzt blau, bläulich angegangen. Ist natürlich auch das Licht bläulich dazu. Okay, der scheint irgendwo oben zu sein. Kannst gleich direkt liegen bleiben. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier. Oh, das war also falsch. Ah, okay. Dreht sich. 1R. Ah. Fängt also mit R an. 2A. Ah. Die 3 nicht. Nein, wir haben die 3 nicht. Verdammt, wir müssen nochmal zurück. Nein. Oh. Soll ich? Ich mache, glaube ich, nochmal kurz einen Cut hier. Ich werde die Folge davor mit zuschneiden. Das heißt, es wird wieder auf jeden Fall eine Stundenfolge sein. Zicker. Ich suche mal die Nummer 3 gerade eben. Ich habe die irgendwie verloren. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall sofort wieder. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mir das gerade mit dem Laufen erspart. Und zwar wird das Passwort Whale Vault sein. Und ich habe sogar gesehen, wir könnten sogar gegen den Uhrzeiger sind. Das ist nämlich ganz gut. Muss wieder von vorne anfangen. Warte mal. Ich brauche das O jetzt.
Also. Und das dachte ich mir nämlich. Stehen bleiben. Ja, oh, ist du gut. Hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Dein Vater. Wunder mal, wer bist du? Ich bin ein Plünderer. Steckt zuerst eure Waffen weg. Bis ich mir sicher bin, dass du keine Gefahr darstellst, richten wir unsere Waffen verdammt nochmal dahin, wo es uns gefällt. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Dr. Amari. Dr. Amari hat mir gesagt, wo ich euch finde. Sehr interessant. Letzte Frage. Warum bist du hier? Ich habe ein Runner-Chip gefunden. Können deine Leute ihn entschlüsseln? Was? Darüber macht man keine Witze. Ich wusste nicht, dass wir eine Party feiern. Warum bin ich nicht eingeladen? Oh, ihr habt den Runner-Killer eingeladen. Nett. Deacon, wie immer zu spät. Dieser Eindringling hat tatsächlich einen Runner getötet? Eigentlich. Wer weiß davon? Das wäre sogar für Glory eine reife Leistung. Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist eine ziemlich große Nummer. Wenn du mit dem Verhör fertig bist, solltest du dieser Runner-Killer-Maschine ein wenig Respekt zollen. Nur so ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Jeder, der einen Runner tötet, gehört für mich zu den Guten. Ich bin Desdemona, die Anführerin der Railroad. Ja, wir sind jetzt alle Freunde. Spulen wir vor zu dem Teil, an dem ihr mir helft. Ich weiß nicht, ob mir deine Einstellung gefällt. Des, wir müssen ihn reinlassen. Er hat einen intakten Runner-Chip, verdammt nochmal. Das verstößt gegen unsere Sicherheitsprotokolle. Zum Teufel mit denen. Er hat einen Runner getötet. Nie im Leben arbeitet der für das Institut. Wir lassen dich in unser Hauptquartier. Du bist der erste Außenseiter, dem dieses Privileg je zuteil wurde. Wir besprechen das mit deinem Chip, sobald du drin bist. Desdemona. Das ist super. Jetzt haben wir nicht zwei Quests mir abgeschlossen hier. Sprich mit Desdemona. Keine Formtricks. Und? Hast du Spaß? So, müssen wir jetzt lang hier. Ah, Railroad HQ. So, wo geht's denn weiter? Nach unten hin? Okay. Überall immer dieses Kerzenlämpchen. Was geht ab? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Nö. Jetzt gerade nicht. Also gut. Keine faulen Tricks. Power System, das ist ganz gut. Oh, nee. Verarbeite unbekannte menschliche Person. Ihr Eintreffen wann? Tja, ich bin hier. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham, prädiktive Analysemaschine. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen, unbekannte Person. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Du siehst in die Zukunft? Das ist das primäre Ziel dieser Einheit. Vorsicht! Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Wie ungenau bist du denn? Je kleiner die Gruppe und je größer der Zeitraum, desto ungenauer werde ich. Aber alle Vorhersagen werden durch das menschliche Element beeinflusst. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Tschüss, Pam. Komischer Roboter.
Desdemona. Keine faulen Tricks. Also ja. Trommler sagt, dass Deacon ein Synth ist. Keine Ahnung. Kann sein. Was? Hey, Des. Brauchst du was? Tom, unser Gast hier hat einen Runner-Check. Was? Immer mal wieder. Echt jetzt? Zack. Mann, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Okay, also das läuft zu. Tom beschafft dir den Code, aber danach gehört der Runner Chip uns. Hör zu, vielleicht lebt er ja nicht mal mehr. Vergesst es, der Chip gehört mir. Für jeden anderen im Commonwealth hast du da Shot im Wert von 2 Kronkorken. Wir wissen, was diese Daten wert sind, aber wir arbeiten nicht umsonst. Komm wieder zu mir, wenn du es dir anders überlegst. Oh. Ja, dann. Entschuldigung? Hast du dich entschieden? Wir entschlüsseln den Runner-Chip für dich. Aber danach gehört er uns. Ja, okay. Einverstanden? In Ordnung. Er gehört euch. Okay. Tom, dann leg mal los. Okay, kleiner Runner-Chip. Lassen wir den Stromkreisanalysator mal an dich ran. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Du machst da nichts. Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du schaffst das. Kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay. Wir sind noch im Geschäft. Noch. Hallo. Mann. Gib Tom etwas Zeit. Beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Gib Tom etwas Zeit. Er wird den Chip entschlüsseln. Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist es? Moment. Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Ah, das ist ein Zeichen. Oh Mann, das nenne ich Pointer, Glück. Safe Out. Ich hab dich, du Institutscheißer, ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby. Wir haben's. Wir haben den Code. Ich lade ihn dir auf ein Holoband. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben, Des. Mach dich an den Rest des Chips. Und was dich angeht, wenn du wieder mit uns arbeiten willst, lass es mich wissen. Um kristallklar zu sein, wenn du bei der Verwendung der Daten irgendetwas über das Institut erfährst, sagst du es uns zuerst. Ansonsten haben wir ein Problem miteinander. Ich komme, glaube ich, schneller rein, als du glaubst. Hi. Wenn wir in Zukunft mehr miteinander zu tun haben, muss ich mir sicher sein, dass wir auf derselben Seite sind. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Ja. Ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Hört sich nach Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Gut, ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Jemanden mit deinen Fähigkeiten und Ansichten würden wir normalerweise rekrutieren. Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Der Weg zur Freiheit und... Ah, schade. Sprich mit Deacon. Ja, wir haben jetzt die Hauptquest und mit Deacon sprechen. Wo ist er denn? Ach, er ist draußen. Oder kommt er gerade rein? Ne, er kommt gerade nicht rein. Dachte ich mir schon. Oh, Deacon, oh, Deacon. Wir gehen getrennt raus, nachdem Hallo. Du weg bist. Hallo. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Keine Angst, ich verrate euer Geheimnis nicht. Das wollte ich hören. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache.
So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Sicher, dass ihr mich braucht? Desdemona war es offenbar egal. Sie denkt einfach nur an die Zeit und die Personalstunden, die sie in deine Ausbildung investieren müsste. Und wenn du ein Vorstadtbauer wärst, der nichts drauf hat, hätte sie auch recht. Aber jede Wette, dass jemand wie du nur ein paar Hinweise und ein Ziel braucht. Bin ganz Ohr. Ich hab da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Daz lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Hm. Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Alles klar. Bei der alten Autobahn. Jetzt müssen wir, wie kommen wir denn am schnellsten hier raus? Machen wir den erstmal weg hier. Okay, bei dem Keller wieder. Oh, es ist ätzend, wenn man am Zocken ist und man einfach so grundlos niesen muss, dass man... Dauert dann einfach wieder Ewigkeiten. Ah, so. Nimmt raus. Jetzt gehen wir noch nach Virtual. Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir auf jeden Fall noch. Okay, noch wissen, wo ich die drei vergessen habe. Aber Wayward war... Es hat nicht mehr viel gefehlt. Lade, lade, lade. So, um jetzt ein bisschen was zu ersparen. Oder war da denn das Leuchten im Meer? Da unten. Um da jetzt. Ne, wir müssen noch weiter. Krater, Kinderdetektion. Jo. Ersparen wir uns mal die Lauferei komplett und gehen mal eben über die ganze Karte mal eben. Dann müssen wir auch nicht durch das ganze Meer laufen. Weil ich auch nicht. Dein Pip-Boy hört sich wenig begeistert an. Hört er sich auch nicht. Wenn wir von hier verschwinden. Todeskralle ist auf jeden Fall nicht mehr da. Virtuals Labor. Labor, Labor. Piep, piep. Virtual, oh Virtual, was hast du denn hier? War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Sicher? Du hast, was du brauchst. Hast du was für mich? Ich werte das mal als ein Ja. Überrascht mich nicht wirklich. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid, sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht, diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Ich bin sicher, es wird schon funktionieren. Ich garantiere für nichts. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich.
Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Mit der Unterschrift, tu, was mit dem immer nötig ist. Der Wailord. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay. Ich schütze das und für ein Gestank. Dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut. Die drei Parts werden zusammengebaut. Wie immer. Und sehen uns dann gleich bei den optionalen Punkten, die wir übrig haben, mit denen wir sprechen sollen. Und bis dahin, euer Fischdot-IP.